Hallo, ich bin Daniel. Und ich bin der Marco. Wir sind von Dahlens Weine aus dem Remstal. Wein macht richtig Spaß. Wie das geht, das zeigen wir euch heute. Heute sprechen wir über das Thema Zweige. Im Vergleich das Burgenland und das Remstal. Viel Spaß damit. Der Zweigel kommt ursprünglich aus Österreich. Marco, was hast du uns für einen Wein mitgebracht? Ja, ich habe den 2015er Zweigelt vom Weingut Schwarz vom Neusiedler See aus dem Burgenland dabei. Ist 1922 dort gekreuzt worden, im Kloster Neuburg von Dr. Friedrich Zweigelt, deshalb auch der Name. Die Kreuzung ist Blaufränkisch und St. Laurent. Blaufränkisch ist ja auch eine Rebsorte, die häufig angebaut wird in Österreich, heißt hier im Remstal Lemberger. Kommt ursprünglich aus Ungarn, die Rebsorte Blaufränkisch, also Kecko Frankos wird es dort genannt und ist dann bis ins Remstal gekommen. Aber nun eigentlich viel wichtiger der Zweigelt aus dem Burgenland. Burgenland ist, ist eine Gegend, was sehr klimatisch, sehr warm ist eigentlich, was kräftige Rotweine hervorbringt, was viel auch Cabernet und Merlot ausgebaut wird. Das ist aber so ein bisschen das Aushängeschild von Österreich, vom Weingut Schwarz, der Zweigelt. Und wir probieren jetzt einfach mal ein paar Nuancen, was wir herausriechen, was wir schmecken. Also ich schwenke das Glas, damit man die Aromen besser im Glas hat einfach, dass es sich verteilt. Und deswegen, man sieht es auch hier, die Schlieren, man aviniert das Glas so ein bisschen. Dadurch hast du in der Nase einen viel stärkeren Geruch, also viel intensiver in der Nase. Ich habe da jetzt so ein bisschen Dürrobst, Pflaume, Kirsche, Sauerkirsche, was riechst du? So Amarena-Kirsche, finde ich. Ja. So. Ja, die Holzaromen sind auch leicht. Leicht, ja. Also man merkt schon dezenter. Also man merkt, es ist schon gut eingewunden dadurch. Ja, da ist die Frucht jetzt auch im Vordergrund. Mhm. Also jetzt nicht das Holz ist sehr eingebunden, man hat nicht mehr diese Astringenz an der Seite. Und also die Sauerkirsche finde ich jetzt im Vordergrund eher, wirkt sehr elegant. Trotzdem hat er echt Power auch hinten raus, sehr lang im Nachhall. Also gefällt mir sehr gut, Trinktemperatur ist auch perfekt, 16 bis 18 Grad hat er. Also eigentlich toll, finde ich, zum Trinken. Schöner, saftiger Zweigel, ja, genau. Macht richtig Spaß. 2015, also genau. Merkt, er hat schon ein paar Jahre. Ja, es sind jetzt 6 Jahre, kann aber auch noch 3-4 Jahre locker, also ist gar kein Problem. Ganz typischer Zweigel. Ja, wird ihn jetzt auch jetzt gerade zu der jetzigen Zeit, zur Herbstzeit, zu den Schmorgerichten, wäre es toll. Mhm. Man kann auch mal ein Steak, ein helles Fleisch machen, also Kalbsteak oder so angebraten. Ja, der Zweigel ist ja super passend. Auch ein Massenträger, aber das ist überhaupt kein Massenware, das ist ein absoluter Topwein. Ja. Also hier, man merkt hier, in welche Richtung auch Zweigel gehen kann. Ja, und das ist auch das, warum es mich so begeistert hat. Ich habe damals 2010 war ich in Österreich, bin ich nach Österreich gegangen, hier vom Remstal raus. Habe gesagt, ich muss was sehen in der Welt. Gut, Österreich ist jetzt nicht größer als Deutschland, aber es war trotzdem super. War ich in Lech am Arlberg und ich weiß noch, der erste Tag, ich habe niemanden verstanden. Der Dialekt war sehr schwierig zu verstehen als Schwabe. Also andersherum natürlich auch. Gott sei Dank war aber der Küchenchef auch Schwabe, das habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und da haben wir ein Meeting gehabt dann das erste Mal. Mit der ganzen Crew vor Beginn, also bevor wir angefangen haben, das Hotel zu öffnen, die ersten Gäste kamen und haben eine Menübesprechung gemacht. Dann kriegst du so einen Stapel Rezepte und wie wird es hergestellt, weil es natürlich auch viel mit Kräuter gekocht worden ist dort oben. Und dann haben wir eine Weinauswahl gehabt, also du hast dann so 10, 20 Weine und probierst dann zu jedem Gang 3-4 Stück, wo der Sommelier sagt, okay, das könnte passen. Und dann, weiß ich noch, damals hat es eingeschenkt, den Rotwein. Ich hatte Zweigelt, ja hier, ja, gerade vom Ellwanger schon mal probiert gehabt oder vom Heidle, aber noch nicht sowas Kräftiges. Und das war damals 2007er Jahrgang, war gigantisch. Also ich habe den Zweigel getrunken, das Essen dazu probiert und es war eine Geschmacksexplosion. Und danach habe ich gedacht, gut, dann muss ich mal in Ruhe mal eine Flasche auch trinken. Und dann bin ich runter noch in den Fuchsbau und habe da mir eine Flasche gekauft beim Essen sozusagen und habe dann etwa 2-3 Stunden sind wir da gesessen, haben aber auch 2-3 Flaschen Brunnen dann dort. Keine Sorge, wir waren mehrere Leute. Das hat dich dann auch geprägt. Ja, und seitdem ist der auch wirklich, ich bin dann nach Salzburg, da habe ich den auch wieder auf der Karte gehabt. Dann war ich hier in Beinstein, da haben wir auch auf der Karte gehabt im Restaurant. Und jetzt bin ich bei dir und du hast ihn auch auf der Karte. Also klasse Wein, begeistert mich immer noch.
für mich auch. Also so muss Zweigelt schmecken. Aus Österreich, für mich Paradebeispiel für Zweigelt. Ja, aber jetzt schauen wir mal, was ich mitgebracht habe. Ich habe mitgebracht 2018 Zweigelt Hannes von meinem Gut Jürgen Ellwanger in Winterbach. Der übrigens der Erste war, der die Rebsorte nach Deutschland gebracht hat. Okay. Und zwar schon Ende der 70er Jahre hat er sie nach Deutschland gebracht und 1983 war sozusagen der erste Jahrgang. Ja, probieren wir mal. Warum hast du den da rein? Ja, ich habe ihn dekantiert, weil er, oder karaffiert, wie man eigentlich sagt, okay, weil er Luft braucht. Um einfach so ein bisschen mehr zu entfalten, braucht er Luft und deswegen in der Karaffe. Okay, ich bin mal gespannt. Da kann ich gespannt sein, was das ist. Boah, richtig schöner, saftiger, so fast schon so Amarena-Kirsche. So richtig reife Kirsche. Du möchtest am liebsten ins Glas beißen. Schau schon dunkel im Glas. Das schließt jetzt auf den Jahrgang 2018, der ist ja ein heißes Jahr war, sehr kraftvolles Jahr, also wirklich ein tolles Rotweinjahr. Und ist jetzt deutlich dunkler wie der Zweigelt vom Schwarzgut, der hat auch ein bisschen Reife. Ist ja Jahrgang 2015. Wow. Richtig vollreif, man merkt, heißer Jahrgang. Ja, das Holz ist aber trotzdem im Vordergrund. Finde ich jetzt. Noch. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass das jung ist. Ja, Zweigelt Hades. Hades deshalb, das war die erste Studiengruppe in Deutschland, die Rotweine überhaupt in Barrique ausgebaut hat. Und Hades steht für, also H für Fürst zu Hohenlohe, A für Adelmann, D für Trautz-Able, E für Ellwanger, S für Sonnenhof und dann kam die Staatsweingut Weinsberg noch dazu mit dem zweiten S. Ja, wächst hier in der Lage Gerhardstettener-Lichtenberg, Schreiner Käuperboden. Ja, mittlerweile auch fast 50 Jahre alte Rebstöcke. Also heißt aus verschiedenen Lagen? Sozusagen. Nee, ist jetzt aus einer Lage Gerhardstettener-Lichtenberg, okay, okay, also gerade hier um die Ecke. Für mich ein toller Rotwein, muss ich wirklich sagen. Das ist das, was ihn auch ausmacht. Also Zweigelt ist sein Flaggschiff, das ist sein Topwein. Für mich ein Wein, der jetzt zu trinken ist, aber auch für die nächsten 20 Jahre. Was würdest du da essen dazu? Also das ist jetzt für mich ja, eher so ein bisschen was Geschmortes oder Hirsch oder also wild, so Wildgerichte, Reh, könnte ich mir super vorstellen dazu. Kräftige Soßen, weil das braucht der Wein. Ja, der hat schon Power. Absolut, also absolut. Und ja, für mich, so muss Zweigelt schmecken. Also für das Remstal das Paradebeispiel, der Pionier für diese Rebsorte, Jürgen Ellwanger. Ja, da bin ich jetzt echt überwältigt, weil wir haben, ich habe ja vorhin gesagt, dass man den Zweigelt und Ellwanger, das war der erste, den ich probiert habe. Das war ein bisschen leichter, das ist ja eine Bombe. Also ist ja richtig kraftvoll. So, Dani, was ist dein Fazit zwischen den zwei Weinen? Also mein Fazit ist absoluter Gewinner, der Jürgen Ellwanger. 2018, kräftiger Jahrgang, unheimlich aromatisch, so diese Kirschfrucht. Perfekte Balance zwischen Barrique und Frucht, toll ausgewogen. Also der hebt sich nochmal deutlich ab von allem, was ich bisher an Zweigelt getrunken habe, weil es ist ja eher auch eine einfache Rebsorte und das ist wirklich was Ertragsreduziertes. Also das muss man wirklich sich weglegen. Das ist was für die Ewigkeit, jetzt zu trinken, aber auch für die Ewigkeit. Ja, und ich muss sagen, du hast mich da jetzt auch gelockt, gecasht. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ist, wie du gesagt, kraftvoll. Normalerweise, das ist ein Aushängeschild in Österreich als Zweigelt. Und dass man sowas hier im Remstal auch hervorbringt, gigantisch. Also, ich würde sagen, cheers. Cheers. Jawohl, jawohl. Nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, okay, bitte like. Nicht so, die ganze Zeit redest du drüber und dann vergisst du. Syrah.